Eine ganz besondere Rolle beim Weihnachtsfest und in der Adventszeit spielt natürlich Maria. Immerhin ist sie die Mutter Jesu. In jeder Krippendarstellung findet sich Maria gleich neben der Krippe, in der Jesus liegt, und natürlich ist auch Josef mit dabei. Im Neuen Testament wird Maria angekündigt, dass alle Geschlechter sie glücklich preisen werden. In gewisser Weise ist das in der Zwischenzeit ja auch passiert. Denn es gibt kaum eine Frau, die so sehr gelobt wird, an die man sich überhaupt so sehr erinnert, die so häufig abgebildet wird wie Maria. In katholischen Ländern ist Maria ganz besonders weit verbreitet als sehr beliebter Name. Zahllose Gemälde und Darstellungen loben Maria, Gedichte oder Lieder sind Maria gewidmet. Maria ist zweifellos eine der bekanntesten und beliebtesten Frauengestalten der gesamten Weltgeschichte. Wobei sich Maria das ja ursprünglich gar nicht so ausgesucht hat. Sie hätte wahrscheinlich, soweit es auf sie selbst angekommen wäre, ein ganz normales, irdisches Leben geführt, wie es halt eine junge Frau in Israel vor 2000 Jahren getan hat. Die biblische Geschichte berichtet uns von Maria als relativ normaler jüdischer Frau. Im Lukas-Evangelium, Kapitel 1, Abvers 26 heißt es zu Maria: Im sechsten Monat aber wurde der Engel Gabriel von Gott in eine Stadt Galiläas namens Nazareth gesandt, zu einer Jungfrau, die verlobt war mit einem Mann namens Josef aus dem Haus Davids. Und der Name der Jungfrau war Maria. Und der Engel kam zu ihr herein und sprach: Sei gegrüßt, du Begnadigte, der Herr ist mit dir, du Gesegnete unter den Frauen. Als sie ihn aber sah, erschrak sie über seine Worte und dachte darüber nach, was das für ein Gruß sei. Und der Engel sprach zu ihr: Fürchte dich nicht, Maria, denn du hast Gnade bei Gott gefunden. Und siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären. Und du sollst ihm den Namen Jesus geben. Dieser wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Und Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Und er wird regieren über das Haus Jakobs in Ewigkeit. Und sein Reich wird kein Ende haben. Maria aber sprach zu dem Engel: Wie kann das sein, da ich von keinem Mann weiß? Und der Engel antwortete und sprach zu ihr: Der Heilige Geist wird über dich kommen, und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Darum wird auch das Heilige, das geboren wird, Gottes Sohn genannt werden. Und siehe, Elisabeth, deine Verwandte, hat auch einen Sohn empfangen in ihrem Alter und ist jetzt im sechsten Monat, sie, die vorher unfruchtbar genannt wurde. Denn bei Gott ist kein Ding unmöglich. Maria aber sprach: Siehe, ich bin die Magd des Herrn, mir geschehe nach deinem Wort. Und der Engel schied von ihr. Hier ein ganz spektakuläres Ereignis. Einer jungen Frau begegnet ein Engel direkt sichtbar, wobei von Anfang an nicht ganz deutlich wird, ob Maria ihn auch als Engel erkennt. Maria, so wird uns hier in diesem Bericht erzählt, war verlobt. Normalerweise heirateten Frauen in Israel zur damaligen Zeit so zwischen 14, 16, 18. Also müssen wir uns Maria vorstellen als eine junge Frau, aufgewachsen in einer kleinen Stadt im galiläischen Bergland namens Nazareth, etwa 16 Jahre alt. Es war ein kleines Dorf. Nazareth wird in jüdischen und auch in römischen Quellen vorher nie erwähnt. Das erste Mal hier im Lukas-Evangelium. In späterer Zeit natürlich taucht Nazareth als Geburtsort Jesu häufiger auf. Zwischenzeitlich sind auch verschiedene Ausgrabungen in Nazareth angestellt worden, die deutlich dokumentieren, dass die Stadt auch schon einige Jahrzehnte vor der Geburt Jesu und vor Maria und Josef gegründet worden ist. Nebenher wird berichtet, dass Josef aus der Familie David stammt. Das wird dann hinterher auch deutlich, da ja Maria und Josef zur Volkszählung nach Bethlehem gehen sollen, weil sie dort noch Landbesitz haben aus ihrer Familie. In der Ahnentafel Marias taucht auch David auf. Das heißt, beide stammen aus der Familie Davids, sind insofern von königlicher Herkunft. Das bedeutete damals allerdings relativ wenig, weil David viele Nachkommen hatte. Tausende von Juden konnten sich damals auf David zurückführen und Maria und Josef lebten, wie uns das die Geschichte deutlich macht, relativ ärmlich. Beispielsweise, als sie in den Tempel gehen sollen, um ein Opfer für Gott zu bringen, und dieses Opfer für den erstgeborenen Sohn war normalerweise ein Schaf, dann opfern sie stattdessen zwei Turteltauben, so berichtet die Bibel, und das war ein Opfer für die Armen.
Maria stammte also aus einer armen Familie, obwohl ihre Vorfahren auf den berühmten König David zurückgegangen sind. Nun stellen wir uns Maria vor in einem kleinen galiläischen Dorf. Vielleicht wohnen da 400, 500, 600 Personen, in keinem Fall mehr. Es gab auch im Ort eine Synagoge. Heute ist an der Stelle eine Synagogenkirche, die erinnert daran, dass Jesus dort seine erste öffentliche Predigt gehalten hat, eben in der Synagoge von Nazareth. Das war auch die Synagoge, die Maria und Josef besuchten, da wo man zum Gottesdienst und zum Gebet zusammengekommen war. Es gab am Rande des Ortes einen Weinberg, zumindest einen, der ausgegraben und heute im Nazareth Village zu besichtigen ist. Ringsherum gab es landwirtschaftliche Güter, einige Handwerksbetriebe, unter anderem den Handwerksbetrieb vom Vater Josefs. Denn damals war es so, dass der Sohn meistens den Beruf des Vaters erlernte. Und da Josef ja hinterher als Zimmermann bekannt geworden ist, also mit Holz arbeitete, das bedeutete damals, dass man sowohl Möbel herstellte, als auch ganze Häuser errichtete. Deshalb ist sicher davon auszugehen, dass auch der Vater Josefs den Beruf des Zimmermanns erlernt hatte. Diese Maria wächst auf, man kennt sich untereinander, es ist ja ein relativ kleiner Ort. Wahrscheinlich kennen die beiden sich auch vom Spielen draußen auf der Straße. Aber die Männerwelt und die Frauenwelt sind streng getrennt. Selbst in der Synagoge sitzen damals Frauen und Männer getrennt voneinander. Und normalerweise sind die Frauen zu Hause, die Männer draußen auf der Straße oder im öffentlichen Leben. Manchmal helfen die Frauen auch in der landwirtschaftlichen Arbeit oder im Handwerk, das gehörte dazu, aber sie sind nicht selbstständig unterwegs. Wir müssen davon ausgehen, dass Maria und Josef, auch die Eltern von Maria und die Eltern von Josef, sich gut gekannt haben. Weil eben die Stadt Nazareth damals relativ klein und übersichtlich war und weil ja beide aus Bethlehem stammten, also die Familien sich möglicherweise auch schon von daher kannten. Nun wächst Maria auf, sie verliebt sich in Josef. Der Josef scheint auch ein anständiger Kerl gewesen zu sein. Immerhin, er war fleißig, er versorgte die Familie und er war sympathisch, sodass die Maria sich in ihn verliebte. Damals hatte man Hochzeit nicht einfach so unter dem Paar ausgehandelt, sondern das war eine Sache der Familien. Also haben die Familie von Maria und die Familie von Josef miteinander gesprochen, sie waren einverstanden und dann wurden die beiden einander versprochen. Das war dann die Zeit der Verlobung. In Israel normalerweise etwa ein Jahr. In diesem ein Jahr war es üblich, dass der Mann, meistens auf dem Grundstück der Eltern, ein eigenes Haus bzw. eine eigene Wohnung errichtete. Häufig war die Wohnung angebaut an das einstöckige Haus der Eltern, sodass die Familie eng zusammenlebte. Darüber hinaus bereitete man die Hochzeit vor und Hochzeiten damals in Israel waren eine sehr feierliche Angelegenheit, zu der nicht nur die Verwandten, sondern das ganze Dorf eingeladen war. Da musste man entsprechend vorbereiten und planen und sparen. Josef wird also in dieser Zeit als Verlobter Maria ab und zu gesehen haben. Immer im Haus der Eltern, denn das galt als unschicklich, dass die alleine irgendwo unterwegs gewesen wären, und wird dann die Zeit benutzt haben, mit seinen Eltern das große Hochzeitsfest vorzubereiten, beziehungsweise das Haus oder die Wohnung zu bauen, in der er und Maria später leben sollten. Ab und zu trafen sie sich. Maria als anständige junge Frau lebte im Haus der Eltern und wurde dort eingeführt in die Arbeiten des Haushalts. Maria ist jetzt also unterwegs und sie kocht oder sie putzt, sie holt Wasser vom Brunnen, der ist archäologisch nachweisbar und da passiert es. Jetzt ist plötzlich ein Mann bei ihr. Es steht auch, der Mann sei hineingekommen. Man ist sich nicht ganz einig, wo hineingekommen. Es könnte sein, dass es sich um ein Brunnenhäuschen handelt. Diese Auffassung ist heute eher in der orthodoxen Kirche vertreten, die deshalb am ehemaligen Brunnen von Nazareth eine Kirche gebaut hat, an der Maria der Engel Gabriel erschienen sein soll. Die katholische Kirche deutet es eher so, dass Maria zu Hause ist, im Haus ihrer Eltern, sie ist bei der Arbeit und plötzlich erscheint neben ihr ein fremder Mann. Das ist doppelt überraschend. Zum einen ist Nazareth nicht gerade an einer Durchgangsstraße, sodass irgendwelche Fremden vorbeikommen. Zum anderen ist es so, dass es äußerst unschicklich war, wenn ein fremder Mann einfach in ein Haus hineingekommen ist, wo er alleine mit einer Frau war. Und das hier noch mit einer Unverheirateten. Dass niemand anders dabei gewesen ist, wird aus dem Bericht deutlich. Es wird auch dadurch deutlich, dass sich ja niemand einmischt in das Gespräch zwischen Maria und dem Engel. Also hier erscheint plötzlich ein Mann und zuerst wirkt er ja nicht wie ein Engel, sondern wie ein ganz normaler Mann, der Maria anspricht.
Maria scheint nicht übermäßig erschreckt zu sein, auch wenn die Situation äußerst ungewöhnlich ist. Sofort kommt der Engel, also dieser Mann, kommt sofort zur Sache und spricht die Maria an und sagt, sie müsse keine Angst haben, also fürchte dich nicht, denn du hast Gnade bei Gott gefunden. Das klingt ja erst einmal gut. Maria war eine fromme junge Frau, sie rechnete also durchaus damit, dass Gott sich mitteilen könnte und dass es Engel gibt, die sich an den Menschen wenden. Und dass dieser Mann, dieser Engel so plötzlich auftaucht, möglicherweise bei verschlossener Tür oder zumindest so, dass sie es erst nicht merkt, deutet ja darauf hin, dass es sich hier um einen Engel handeln könnte. Und dann kommt diese ganz ungewöhnliche Ankündigung. Maria soll schwanger werden. Wahrscheinlich wird sie jetzt erst einmal sehr erschreckt gewesen sein, auch wenn der biblische Bericht das nur am Rande erwähnt. Bei Maria ist ja eher der erstaunte Ausruf, dass sie sagt, ja, wie soll ich schwanger werden? Ich weiß doch von keinem Mann. Von keinem Mann zu wissen, bedeutet selbstverständlich nicht, dass Maria nicht wusste, wie Männer aussehen oder wie Männer sind. Immerhin, sie hatte eine Familie. Auch im Dorf ist sie immer wieder Männern begegnet. Zu wissen, wie ein Mann ist, das war selbstverständlich für Maria und immerhin, sie sollte bald heiraten, sie war ja verlobt. Was sie damit meint, ist ein typisch hebräischer Ausdruck. Kennen bedeutet, mit einem Mann zu schlafen. So wie das schon im Alten Testament erwähnt wird, wenn gesagt wird, und Adam erkannte seine Frau und sie war schwanger. Erkennen meint in diesem Sinne nicht, zu wissen, wer das ist, sondern mit jemandem zusammenschlafen. Eine Umschreibung von Sexualität. Und hier sagt Maria ganz deutlich, das habe ich nicht getan. Sie war ja eine fromme Frau und genau deshalb wartet sie dem Zusammenschlafen, bis beide verheiratet sind. Das war in Israel auch nicht anders vorgesehen. Es war sogar streng verboten, dass Männer und Frauen, die nicht miteinander verheiratet waren, zusammen Sex gehabt haben. Das sollte für den von Gott geschützten Rahmen der Familie vorgesehen sein. Maria sagt also das, was man hier erwarten würde. Und der Engel geht dann auch darauf ein und verweist darauf, dass Gott durch ein übernatürliches Wunder Maria schwanger machen wird. Maria wird sicherlich innerlich im Zweifel gewesen sein, unsicher gewesen sein. Wahrscheinlich wird sie sich gefragt haben, wer wird mir das denn glauben? Und sie hat damit recht. Wenn heute eine junge Frau zu mir kommen würde, in die Seelsorge zu sagen, also ich bin schwanger, ich weiß auch nicht woher, das wird der Heilige Geist gewesen sein, dann werde ich auch erst einmal Zweifel daran haben, weil das in der Weltgeschichte so eben äußerst selten passiert ist, sowohl damals als auch heute. Maria müsste sogar damit rechnen, dass man das als billige Ausrede ansehen wird. Dass ihre Familie und noch schlimmer vielleicht die Familie des Josef sagen werden, mit solch einem unanständigen Mädchen wollen wir nichts zu tun haben. Wir lösen die Hochzeitsvorbereitungen auf. Wir wollen von der Verlobung nichts mehr wissen. Das hätte den Ruf der Maria wahrscheinlich bis zu ihrem Lebensende kaputt gemacht. Das wird Maria durch den Kopf geschossen sein. Vielleicht wird sie auch daran gedacht haben, was wird denn der Josef sagen? Der Josef weiß doch ganz genau, dass er nicht mit mir geschlafen hat. Wie kann ich dem denn erklären, dass ich plötzlich schwanger bin? Auf all das gibt es dann gar keine ganz eindeutige Antwort. Der Engel beruhigt sie einfach nur, sozusagen mit dem Hinweis, mach dir keine Sorgen, denn Gott wird das schon auf die richtige Bahn bringen. Möglicherweise wird Maria von griechischen Göttersagen gehört haben, die auch in diesem Zusammenhang heute manchmal zitiert werden. Dann ist es Zeus, der irgendwie auf die Erde kommt und mit einer irdischen Frau zusammenschläft und dann ein Kind, im griechischen Kontext meistens ein Halbgott, entsteht. Aber das ist ja nun eine sehr vermenschlichende Vorstellung. Und Maria wusste ja auch ganz genau, dass sie mit gar keinem Mann zusammen geschlafen hatte, auch nicht jemand, der sich vielleicht als Gott hätte ausgeben können. Bei Maria war das ganz anders, als bei den Griechen erzählt wird oder bei den Ägyptern. Da war nicht irgendein Gott, der menschliche Gestalt angenommen hat, um mit ihr zu schlafen. Maria hatte gar keine geschlechtliche Verbindung mit jemandem. Sie lebte einfach ganz normal und plötzlich war sie schwanger. Eine Jungfernzeugung, so wird das in der Bibel berichtet. Sie wird uns ja auch als Jungfrau, griechisch Parthenos, also wirklich Jungfrau, nicht nur junge Frau, vorgestellt. In der Biologie gibt es so etwas an einigen Stellen, wie bei bestimmten Amphibien, wo dann weibliche Tiere allein ohne Zutun irgendeines männlichen Nachkommen zeugen können. Jungfrauenzeugung. Also in bestimmten Teilen der Natur gibt es das, nur bei Menschen normalerweise nicht. Heute wäre das höchstens möglich durch eine gentechnologische Veränderung des Erbgutes, indem die Eizelle dazu gebracht wird, dass sie sich einfach so teilt. Also mit großem technischen Aufwand wäre das prinzipiell heute auch möglich. Man müsste noch einen anderen Chromosomensatz dazu geben und so weiter und so weiter. An das wird Maria nicht gedacht haben. Und diese Möglichkeiten standen damals ja auch nicht offen, außer natürlich für Gott, der damals auch Gentechnologie hätte betreiben können und es vielleicht an der Stelle sogar getan hat.
Hier wird Maria versprochen, dass das Kind, was sie bekommen wird, nicht nur irgendein Kind, sondern dass es Sohn Gottes sein wird, dass es der Sohn des Höchsten, so ist ja genau die Formulierung, sein wird, dass er den Thron des Vaters David bekommen wird, irgendwie König in Israel werden wird. Für Maria war ja ganz klar, Herodes ist schon seit ewigen Zeiten König und der bringt alle Konkurrenten um. Das könnte äußerst gefährlich werden. Vielleicht nahm sie das aber auch gar nicht so ganz ernst oder machte sich auch noch keine großen Gedanken, wie das denn in späteren Jahren aussehen würde. Auf jeden Fall, Maria wird hier sehr stark in Frage gestellt. Rein gesellschaftlich, auch persönlich. Später ist es so, dass Gott sich um Josef kümmert, der wirklich der Maria nicht glaubt. Der meint, Maria hätte irgendeine Affäre mit einem anderen jungen Mann aus Nazareth. Und dann erscheint dem Josef ein Engel, der ihm deutlich zusichert, Maria ist dir treu geblieben, Maria hat mit keinem anderen Mann geschlafen, sie liebt dich auch weiterhin, sie will dich auch heiraten, dieses ist ein Kind von Gott gezeugt. Zugegeben, schwierig zu glauben, weil normalerweise passiert ja genau das nicht. Aber Josef, der Maria liebt, glaubt dem Engel und bleibt deshalb bei ihr. Im biblischen Text wird erwähnt, dass das Ganze im sechsten Monat passiert. Gemeint ist im sechsten Monat der Schwangerschaft von Elisabeth. So wird im weiteren Verlauf des Textes ja auch gesagt, dass sie mit der Maria verwandt ist, immer noch in Judäa lebt, dass Maria nun in ihrer Schwangerschaft zu Elisabeth geht. Ist es vielleicht deshalb, weil die Elisabeth sich auch als Schwangere besser um die Maria kümmern kann? Ist es vielleicht, weil die Elisabeth selbst fromm ist und Maria auch fromm ist? Vielleicht hängt es auch damit zusammen, dass Maria aus Nazareth weg will. Langsam nimmt die Schwangerschaft Gestalt an, der Bauch wächst und jetzt werden alle aufmerksam. Maria, du bist doch noch gar nicht verheiratet, wieso bist du schwanger? Vielleicht möchte sie auch einfach dem Gerede ausweichen und geht deshalb in südliche gelegene Judäa. Auf jeden Fall, die beiden Frauen tauschen sich aus. Beide haben eine übernatürliche Geburt. Die eine übernatürlich wegen ihres Alters, weil sie eigentlich keine Kinder mehr bekommen könnte. Die andere, weil sie gar nicht mit einem Mann zusammen geschlafen hat. Die Bestätigung der Elisabeth, die geleitet durch den Heiligen Geist der Maria zuspricht, dein Kind ist wirklich von Gott, das hat Gott mir auch deutlich gemacht. Das ist für Maria eine wichtige Sache. Denn irgendwann wird sie auch an den Erscheinungen des Engels gezweifelt haben. Wichtig wird für sie, dass später, wenn das Kind geboren wird, die Hirten kommen werden, die auch durch Gott aufmerksam gemacht worden sind, dass dieses Kind, was Maria bekommen hat, von Gott gesandt ist, eine ganz besondere Funktion hat. Simeon und Hanna im Tempel machen genau dasselbe und auch das wird für die Maria irgendwie wichtig gewesen sein. Die Bestätigung, ich habe mir das nicht nur eingebildet, das war nicht nur eine Halluzination, sondern Gott hat auch den anderen das deutlich gezeigt. Ebenso bei den Weisen aus dem Morgenland oder auch beim Traum, den Josef bekommen hat. Hier wird klar, diese Geschichte ist nicht nur von mir, sondern Gott hat es auch den anderen geoffenbart. Hier passiert wirklich etwas ganz Außergewöhnliches. Etwas später verlässt Maria die Elisabeth, da wo die Schwangerschaft der Elisabeth zum Ende kommt, weil Geburt hat wieder mit Blut zu tun und bei den Juden galt Blut als unrein. Jetzt wollte Maria sich nicht kultisch verunreinigen, geht zurück nach Nazareth. Dort kommt der Aufruf des damaligen römischen Kaisers für eine Volkszählung. Und so müssen sie sich an den Ort begeben, aus dem sie stammen und in dem sie noch Landbesitz haben, nämlich nach Bethlehem. Möglicherweise ist es so, dass die Schwangerschaft noch gar nicht so weit fortgeschritten ist. Oder Maria denkt, dass es noch einige Zeit dauern wird. Denn sonst, möglicherweise, würden sie sich nicht auf den mühsamen Weg gemacht haben nach Bethlehem, sondern noch etwas gewartet haben. Auf jeden Fall machen sie sich auf den Weg, wir wissen nicht ganz genau, ob wie bei vielen Krippendarstellungen auf einem Esel reitend oder doch eher zu Fuß. Jedenfalls nach einer mühsamen Reise kommen sie in Bethlehem an und weil so viele Leute Bethlehem in den letzten Jahren verlassen hatten und sich jetzt in die Steuerlisten eintragen mussten, gab es niemanden, der sie aufnehmen konnte. Sie kamen dann Unterkunft in einem Stall. Wir müssen vor Augen haben, dass es wahrscheinlich nicht sehr kalt gewesen sein wird. Es ging einfach darum, irgendwie ein bequemes Lager zu finden. Dieser Stall war vermutlich eine Höhle, so wie die Höhle, die heute unter der Geburtskirche in Bethlehem zu besichtigen ist, wo jener silberne Stern am Boden angebracht ist, der sogenannte Stern von Bethlehem. Natürlich nicht der, der die Weisen nach Bethlehem geleitet hat, sondern eine künstlerische Nachbildung. Also irgendwie so eine Höhle, Stroh am Boden, vielleicht auch noch ein paar Tiere ringsherum und eine einfache Futterkrippe. Und in dieser Umgebung bekam Maria das Kind. Wahrscheinlich wird sie auch in dieser Situation noch einmal Angst gehabt haben. Viele Frauen damals starben bei der Geburt.
und das noch unter diesen nicht eben günstigen hygienischen Bedingungen. Da war der Dreck der Tiere. Meistens sind die Ställe auch nicht besonders sauber. Es ist auch kaum jemand da, der ihr jetzt helfen kann. Zu Hause in Nazareth wäre wenigstens die eigene Mutter oder die Mutter vom Josef da, die sich ja schon auskennt mit Schwangerschaften, die helfen könnte. Hier ist scheinbar niemand, der den beiden helfen kann, außer Gott. Und Gott greift ein, bringt es dazu, dass die Geburt vollkommen komplikationslos abläuft. Dass Jesus geboren wird, dass Maria sich gut erholt, dass es zu keiner Infektion kommt, all das läuft wesentlich glatter, als die beiden sich das vielleicht vorgestellt oder befürchtet hatten. Dann kommen noch diese ganz besonderen Ereignisse. Der Besucher, der Hirten, der Weisen und auch anderer Personen, die mitbekommen, was da passiert ist. Maria und Josef ziehen wenig später in ein Haus um. Als die Weisen kommen, dann sind Maria und Josef nicht mehr im Stall, sondern in einem Haus. Maria und Josef ziehen unmittelbar danach nach Ägypten, sind Flüchtlinge für eine kurze Zeit und ziehen dann ins heimatliche Nazareth zurück. Die Familien haben sich zwischenzeitlich damit angefreundet, dass sie nicht genau erklären können, woher Marias erstes Kind kommt. Mit der Zeit werden auch noch andere Söhne und Töchter geboren und Maria wird zu einer normalen jüdischen Hausfrau und Mutter. Es wird nicht mehr sehr viel von ihr berichtet, bis zu dem Zeitpunkt, wo Jesus öffentlich auftritt zu predigen, etwa 30 Jahre später. In der Zwischenzeit spricht alles dafür, dass Josef gestorben ist. Nicht, weil er schon sehr alt war, sondern weil damals die Lebenserwartung gering war, weil es viele Unfälle und Krankheiten gab, an denen Menschen sterben konnten. Jedenfalls wird Josef später nicht mehr erwähnt, als Jesus auftritt zum Predigen. Nur noch Maria, seine Mutter. Sie ist mit dabei, als Jesus sein erstes Wunder in Kana tut, nicht weit entfernt von Nazareth, als sie dort von Freunden zu einer Hochzeit eingeladen sind und der Wein ausgeht und Jesus Wasser zu Wein verwandelt. Maria ist auch später mit dabei, wenn Jesus umherzieht, wenn er in Kapernaum wohnt, wenn er nach Jerusalem geht. Immer wieder wird am Rande erwähnt, dass Maria dabei ist. Sie wird seine Jüngerin, so könnte man das sagen. Sie schließt sich Jesus an, sie glaubt seinen Worten, sie ist auch unter dem Kreuz. Sie wird Christ, so berichtet uns die Kirchengeschichte. Maria schließt sich der Gemeinde an in Jerusalem. Noch am Kreuz spricht Jesus zu einem seiner engen Vertrauten, zu Johannes, und bittet Johannes, sich um seine Mutter zu kümmern. Weil Josef tot ist und er als ältester Sohn eigentlich die Verantwortung für seine Mutter übernehmen müsste, überträgt er sie jetzt einem seiner Lieblingsjünger, dem Johannes. Und der nimmt das, soweit uns die Kirchengeschichte das beschreibt, ernst. Johannes wird später Gemeindeleiter in Ephesus, in der heutigen Türkei. Und dort nimmt er Maria mit und man kann bis in die Gegenwart das Grab der Maria heute dort anschauen. Maria, eine ganz besondere Frau. Eine Frau, die in Erinnerung bleibt, obwohl sie keine große wissenschaftliche oder künstlerische oder militärische oder politische Karriere hingelegt hat. Maria, die lebenslang eigentlich eher eine einfache Frau gewesen war, aber eine Frau voll von Glauben an Gott, voll von der Bereitschaft, sich von Gott gebrauchen zu lassen für das, was er für sie vorgesehen hat. Gott hat damals Menschen berufen und er beruft heute Menschen. Er handelt natürlich unterschiedlich mit jedem Einzelnen heute und damals. Schon, dass Frauen, die unfruchtbar waren, wie Sarah, die Frau des Abraham, oder Hannah, dass sie dann plötzlich durch ein Wunder Gottes schwanger geworden sind. Aber nie eine Jungfrau, die gar nicht verheiratet war und mit keinem Mann zu tun gehabt hat. Das Besondere der Maria war nicht die Schwangerschaft an sich, sondern das Vertrauen auf Gott, der Glaube an Gott, dass Gott es gut machen wird, dass der Plan Gottes richtig ist, dass Gott eine Aufgabe für sie hat, die eben keine andere Frau erfüllen kann oder erfüllen soll. Maria ist bereit, sich auf die Schwangerschaft einzulassen und das ohne großen Protest, nur mit einigen kritischen Fragen. Maria ist später bereit, Jesus großzuziehen. Maria ist bereit, mit Jesus zu gehen, Jesus zu glauben, wenn er von Gott spricht, wenn er vom Himmelreich Gottes spricht, wenn er davon spricht, wie die Maßstäbe der Welt verändert werden, dass es nicht mehr darum geht, dass der Starke und Durchsetzungskräftige der ist, der Erfolg hat, sondern dass vor Gott gerade der, der demütig ist, der seine eigenen Grenzen erkennt, der seine eigene Schuld nicht verdrängt, sondern offen bekennt, der nach Vergebung sucht, der nicht seine eigenen Maßstäbe durchsetzen will, anderen Menschen und sich selbst gegenüber, sondern der bereit ist, die Maßstäbe Gottes zu akzeptieren. Dass gerade dieser Mensch zu Gott kommen wird und zu Gott kommen kann. Genau das macht Maria. Hier ist Maria ein Vorbild für einen Christen im Alltag, der keine großen Heldenleistungen vollbringt, sondern der auf Gott vertraut, auch wenn das im eigenen Leben manchmal schwierig ist.
auch wenn Menschen in der Umgebung das vielleicht verspotten, wie das bei Maria geschehen sein wird. Auch wenn es für die eigene Lebensplanung Nachteile bringen kann. Und das war ja für Maria. Es war die Gefahr, dass sie von ihrer Umgebung, vielleicht sogar ihrer eigenen Familie rausgeschmissen oder verachtet worden, dass der Mann, den sie liebte und mit dem sie verlobt war, dass der sich von ihr abwenden würde. All das ist dann durch den Eingriff Gottes nicht passiert. Insofern ist Maria, diese wohl berühmteste Frau der Weltgeschichte, eine Herausforderung für jeden, der heute Weihnachten feiert. Nämlich in der Frage, inwiefern bin ich bereit, mein Leben auf Gott auszurichten, danach zu fragen, was Gott in meinem Leben und durch mich erreichen will, was ich tun kann, damit auf der Erde das Himmelreich Gottes aufgerichtet wird, zumindest der Anfang davon, nicht in irgendeiner irdischen Herrschaft, sondern im Herzen der Menschen, in der Seele der Menschen. Denn da wächst das Reich Gottes. Da, wo ein Mensch sich Gott ausliefert, wo er bereit ist, sich nach den Maßstäben Gottes zu richten, wo er bereit ist, seine Schuld zu bekennen, umzukehren, sich neues Leben schenken zu lassen, da beginnt das Reich Gottes. Und plötzlich können Menschen anders reagieren, als man normalerweise reagiert. Plötzlich können Menschen Liebe zeigen, wo normalerweise eher Eigensucht verbreitet ist. Plötzlich können Menschen demütig und sanftmütig werden, nicht als Ausdruck irgendeiner Schwäche, weil man nicht anders kann, sondern weil man stark ist, aber bereit, sich Gott unterzuordnen. Das ist die Botschaft der Maria für Weihnachten. Hör auf Gott und gestalte dein Leben nach den Maßstäben Gottes. Das lohnt sich. Maria hat so gelebt, von ihrer Zeit als junger Frau, als ihr der Engel Gabriel in Nazareth erschienen ist, bis zu ihrem Ende als alte Frau in Ephesus, wo sie immer noch Jesus nachgefolgt war, als fromme Frau in der Gemeinde zusammen mit dem Jünger Jesu, dem Gemeindeleiter in Ephesus. Maria, eine wichtige Person der Weihnachtsgeschichte. Wenn Sie auch an weiteren Zusammenhängen von Weihnachten und an weiteren Bräuchen um das Weihnachtsfest interessiert sind, dann empfehle ich Ihnen mein Buch, Michael Kotsch, Es muss nicht immer Schokolade sein, herausgekommen in der christlichen Verlagsgesellschaft Dillenburg.